Hallo meine Lieben, ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich möchte heute mit euch zusammen prompt 3 machen. Ich habe mir schon so einige Sachen ausgeschnitten mit meiner Cameo und auch ein bisschen mit der Hand und für mich ist der V sehr bunt und deswegen habe ich mir auch einige Federn noch ausgeschnitten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir die hier anbringen. Ich denke, kleben wir erstmal so. Was hin, dass ihr auch was sehen könnt. Ich bin schon wieder so spät heute, da ich mir erstmal die ganzen Dinger zusammengesucht habe. Ich hatte eigentlich richtige Pfauenfedern, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe Zeit gestern gesucht, aber dann hatte ich auch keine Lust mehr. So, ich denke, das mache ich erstmal so. Bei uns ist ganz schön kalt. Wir haben hier oben Minusgrad. Ist alles noch schön weiß, voll Schnee. Mal gespannt, wie lange der jetzt liegen bleibt. Schnelles Video heute, weil ich schon vorbereitet habe. Es soll nicht immer so lang werden. So, jetzt gucke ich mal.
So. Gucken, der V. Ja, den mache ich so hier drauf. Genau. So. So. Sind wir dann hier? Hier sind wir. Und hiermit mache ich mir jetzt eine Tasche. Hier kommt das noch ein Stückchen höher. Hier kommt dann wieder die 3. Das klebe ich mir jetzt erstmal zusammen. Aber dann kann ich das ja nicht alles festkleben. Mache ich das nur kurz hier unten, hier so und da. Genau. Also hier kommt ein bisschen oben hin. Hier. Und hier. Das muss reichen. Dann habe ich mir das hier schon mal ausgerissen. Das werde ich mir jetzt noch ein bisschen inken. Das kommt weg. Das kommt jetzt auch erstmal auf die Seite.
ich nämlich jetzt so ein kleines Kärtchen. Und die kommt dann da in die Tasche. Muss noch ein bisschen ab. Das gefällt mir nicht. So, so lasse ich's. So, und hier kommt jetzt der Tag rein. Hier kommt dann noch eine 3 hin. Muss ich mir aber erst noch So. So sieht mein Prompt Nummer 3 aus. Ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Und muss ich mal schauen, was ich jetzt für Prompt 4 mache.
Da habe ich noch gar keine Idee. Aber die kommt ja meistens beim Basteln, wie das immer so ist. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Like, netten Kommentar oder über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ja, dann sage ich, bleibt mir alle gesund und dann sehen wir uns morgen bei Prompt 5. Tschüss.